What's poppin', Boys and Girls? Heute gibt es ein kleines Wuschperiment und zwar zum Thema Wimpern-Extensions. Ich habe vor 3 oder 4 Monaten einen Livestream auf Instagram gemacht und habe so eine Geschichte, so eine Story halt erzählt, dass ich Wimpern-Extensions so cool finde. Also ich finde immer alle Sachen so cool, die permanent sind. Wisst ihr, so wie meine Augenbrauen. Ich wache nachts um 3 versehentlich auf und sie sind da. Schminken ist so eine Sache bei mir. Ich finde es cool, so wie Backen, ja. Manchmal denkt man sich, boah, ich habe richtig Bock, so fancy Unicorn-Cupcakes zu backen. Und dann bin ich richtig motiviert und ich gehe einkaufen, backe 10 Stunden und danach denke ich, wow, das war wirklich toll. Lass uns das doch in 2 Jahren nochmal machen. Und deswegen mag ich Sachen, die so immer da sind. Vor 2 Jahren hat das ja so angefangen, dass auf einmal so ein paar Mädels mit Wimpern-Extensions durch die Gegend gelaufen sind. Und ich habe das gesehen und habe direkt gedacht, boah, ist das schön. Und dann habe ich gedacht, ja, das brauche ich halt auch. Und dann habe ich halt die Preise gesehen und habe gedacht, wow, ich glaube, meine Wimpern bleiben, wie sie sind. Genau, und das hatte ich nämlich auf Instagram erzählt. Und dann haben aber voll viele geschrieben, Jaco, probiert es doch mal aus, macht ihr das mal selber. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe so ein paar Beauties gefunden, die das auch gemacht haben. Und habe halt sehr gute und sehr schlechte Erfahrungen gefunden. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ich werde die drauf machen und gucken, ob das funktioniert. Ich werde sie tragen und ich werde das einfach alles euch erzählen. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Ich habe dann Desina Lashes angeschrieben, habe gefragt, ob sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Und sie haben ja gesagt. Genau, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr eben das P in der Ecke gesehen habt. Ich erzähle die Scheiße, dass ich sie haben will. Nicht, weil ich ein Angebot bekommen habe, sondern ich habe mir jemanden gesucht, der mit mir zusammenarbeiten will. Ja, und da hatte ich jetzt die Auswahl. Es gibt nämlich 2 verschiedene Arten mittlerweile. Deluxe und Volume. Also Volume ist halt ein bisschen krasser und Deluxe ist halt so natural. Das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Deluxe zu nehmen und nicht die Volume, weil ich mir gedacht habe, es macht doch viel mehr Sinn, klein anzufangen, ein bisschen natürlicher anzufangen. Obwohl mir die anderen fast ein bisschen besser gefallen haben. Aber ich habe gedacht, nein, Jaco, die kannst du immer noch drauf machen. Und deswegen nehmen wir jetzt die Deluxe Wimpern von Desinas in 14 mm, 12 mm und 10 mm. Ich weiß nicht, ob man wirklich 3 Längen braucht. Ich glaube, man kann auch mit 2 Längen arbeiten, wenn man es jetzt bestellt. Aber ja, wenn ich sie habe, dann benutze ich alle. Und dazu habe ich einen Duo-Kleber. Der ist durchsichtig und soll 1 bis 3 Wochen halten. Je nachdem, wie man natürlich damit umgeht. Da ich mich gefühlt 1 bis 2 Mal die Woche schminke, bin ich jetzt einfach mal recht zuversichtlich, dass das bei mir relativ lange hell halten wird, weil ich halt nicht so viel über meine Augen rüber sprubbeln muss. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und jetzt mache ich hier so einen kleinen Tropfen auf die Duo-Kleberverpackung, weil Beauty-Gurus im Internet das so gemacht haben. Ich habe gelesen, es soll am besten sein, wenn man außen die längsten macht und dann nach innen hin halt immer kürzer wird. Und ich nehme jetzt die erste 14 mm Wimper. Wir fangen nämlich am besten außen an und tupfe die in diesen Kleber mit der Spitze. Und jetzt lege ich die. Wow, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das klebt einfach an meiner Pinzette fest. Ach so, es ist Kleber an meiner Pinzette. Ja gut, dann funktioniert das nicht. Dann nehmen wir die andere Pinzette. Wow, das fängt ja schon so richtig professionell an bei mir. So, jetzt aber. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Der Trick ist, dass du die einfach nur auf deine Wimpern drauflegst und eben nicht an die Haut klebst. Next one. Man muss hier echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht schief wird. Die legen sich echt manchmal gerne schief hin. Aber jetzt geht's. Ich habe jetzt circa 1/3 voll mit diesen 14 mm. Und jetzt habe ich hier eine 12 mm und packe die jetzt in den mittleren Teil des Auges, weil ich will ja auch nicht, dass das zum Schluss so mega künstlich aussieht, ne? Ich sage immer, es ist gut, wenn der Mann es nicht erkennt. Wenn der Mann sagt, ja Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, ne? So, das sagt Kevin. Also ich weiß noch nicht, ob ich das richtig einschätzen kann, aber ich muss sagen, diese Wimpern sind extrem natürlich. Ich mag dieses Krasse, ja? Also seit ich sehr großer Christina Aguilera-Fan war in the 90s, stehe ich auf total übertriebenes Make-up, habe ich schon immer. Aber man will das ja auch nicht immer, ne? Manchmal denkt man so, boah, geil, aber manchmal, wenn man so morgens aufsteht, ist man ja auch manchmal ganz froh, dass man eben nicht, also wisst ihr, wie ich das meine? Angenommen, dort ist eine Strandparty. Da würde ich kein
Full-Face-Make-up machen. Ich finde, das passt nicht so in die Situation. Was erzähle ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ich muss ja sagen, ich habe auch immer so zwei Phasen im Jahr. So 6 Monate im Jahr bin ich so, bah, geh mir weg mit Kosmetik, geh mir weg mit Klamotten. Und dann packt's mich wieder. Da habe ich so richtig Bock zu kombinieren und mich anzumalen. Aber dem gehe ich dann auch nach. Ich finde, das ist auch nichts Schlimmes. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit Kreativität zu tun. Hier ist ja was los. Da macht man gerade eine Produktplatzierung, kriegt direkt eine Anfrage, ob man noch eine machen will. Nein, danke. Ich bin schon jetzt reich. Ich bin so langsam. Ich schwöre, ich wette, meine 3 Akkus reichen nicht aus, um dieses Video zu drehen. Aber man soll sich ja auch nicht stressen, ne? Man will ja auch Qualität. Das sieht wirklich richtig schön aus. Aber noch zu wenig. Ich will so einen richtigen Bam. Dass Leute mich angucken und denken, oh mein Gott, irgendwas in ihrem Gesicht ist so schön, aber ich weiß einfach nicht was. Es muss alles sein. Ja, das ist schon besser. Also es soll nicht super unnatürlich aussehen, aber man soll es halt auch schon sehen. Also es bringt ja nichts, wenn ich mir da jetzt so dünne Flüden drauf mache, dass man am Ende eigentlich gar keinen Unterschied hat. So, dann kann ich es auch lassen, wie es ist, ne? Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass ich die Wimpern überhaupt nicht spüre. Also ich habe ja zwischendurch in Videos, halt für Videos, ich trage das auch nicht im Alltag, künstliche Wimpern drauf, weil die Kamera immer so viel schluckt an Kosmetik, dass man dann manchmal noch so boom, noch so einen draufsetzen will. Und die merkt man ja auf dem Auge, ne? Und die hier merke ich bis dato gar nicht. So, ich bin beim letzten Drittel angekommen und jetzt fange ich an mit den ganz kleinen, mit den 10 mm. Fertig, fertig, halt die Schnauze. Das erste Auge ist fertig und ich werde euch das jetzt mal zeigen. Also ich glaube, ich könnte da jetzt noch alles Mögliche draufklatschen an Wimpern. Ich weiß nicht, ob ihr das auf die Entfernung seht. Aber ich muss sagen, ich würde es jetzt erstmal dabei belassen, weil ich finde, dass es schön natürlich aussieht. Es ist so, sie sieht aus wie vorher, aber ein bisschen schöner. Ich glaube, es gibt so eine Art Wimpernsucht. Eigentlich dachte man, man ist fertig und dann denkt man so, aber da könnte noch was hin und da könnte noch was hin und schon hat man Balken über den Augen. So Leute, das ist alles jetzt in meinem Gesicht und ich finde, es ist eigentlich ganz geil geworden. Also es sieht extrem natürlich aus, es ist wirklich dezent und gleichzeitig ist es da und man sieht definitiv einen Unterschied. Die linke Seite ist nicht ganz so geil geworden wie die rechte. Also ich habe es hier echt an einer Stelle so voll verkackt. Wenn man jetzt wirklich so ein bisschen weiter weggeht, dann sieht man das auch gar nicht. Und ich werde es jetzt einfach mal die nächsten Tage drauf lassen. Ich werde jetzt einfach mal schauen, wie das hält. Und hallo ihr! Na, wie geht es euch? Ich habe gerade zum ersten Mal, seit ich das draufgeklebt habe, also heute, mein Gesicht gewaschen. Sehr, sehr Beauty Professional-mäßig mit Handseife. Weil ich schmink mich normalerweise mit Öl ab und das geht nicht. Man darf da nicht mit Öl drüber. Ich werde mir aber irgendwas besorgen, wo ich mich mit einem Wattepad abschminken kann. Das zweite Ding ist, dass ich es irgendwie crazy finde, dass ich mich komplett abschminke und meine Augen trotzdem noch so aussehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe so in den Spiegel geguckt und dachte so, wow, das ist ein richtig weirdes Feeling, dass ich jetzt komplett abgeschminkt nicht so aussehe wie sonst. Bis bald, ihr süßen kleinen Hasenfürze. So Leute, die erste Nacht ist überstanden und die Wimpern sitzen on point. Das ist übrigens Paul. Das? Eitel. Naja, auf jeden Fall habe ich heute Nacht geträumt, weil ich ja gestern Abend darüber nachgedacht habe, wie das wohl im Schlaf ist, weil ich ständig auf meinem Gesicht liege, habe ich geträumt, dass ich all meine Wimpern verloren habe. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und ja, war ziemlich doll traumatisiert. So Leute, wir befinden uns an Tag 4. Die rechte Seite hält bombenfest, allerdings war ich auch nicht geschminkt bisher. Die linke Seite hat mich so aufgeregt, weil ich hatte das alles so krumm und schief draufgeklebt. Das hat mich irgendwie mega angekotzt, weil dann waren manche Wimpern schief und obendrauf sind manche runtergefallen. Und deswegen habe ich eben die anderen Wimpern einfach komplett runtergeholt und habe sie nochmal komplett neu gemacht. Und zwar mit richtig viel Geduld. Also nicht, ich muss mich beeilen, weil ich gerade ein Video drehe, sondern ich mache mir ein Hörbuchhaar an und ein bisschen Musik.
Boutique und setze mich 20 Minuten hin und mache ganz in Ruhe meine Wimpern. So, und ich habe jetzt angefangen, aber bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe mir gedacht, das wäre doch perfekt zum Reisen. Also das habe ich gerade innerhalb von 10 Minuten so ganz ruhig drauf machen können. Das wäre mir für Reisen schon wieder ein bisschen zu kompliziert, weil da kann dann voll viel rausfallen und dann hast du da eine Lücke. Und hier fällt das überhaupt nicht auf, weil das voll natürlich ist. Ich gleiche das natürlich gleich an. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt die weiteren Wimpern drauf und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn irgendwas mit meinen Wimpern halt passiert. Good morning, boys and girls. Ich bin gerade aufgestanden und ja, noch total verpeilt und ohne BH, aber wir kennen uns ja jetzt schon so gut. Da dachte ich, ich könnte das jetzt einfach mal machen. Update. Es ist der 7. Tag und alles ist unverändert. Es ist nicht eine einzige Wimper mehr runtergekommen. Normalerweise im Alltag, ja, wenn ich jetzt nicht gerade total ausflippe und mir ein fettes Augen-Make-up mache, was circa einmal im Monat vorkommt, ist es bei mir so. Ich mache Concealer drauf, ich mache ein bisschen Lippenstift drauf, ich mache Rouge drauf und ein bisschen Wimperntusche. Ja, und die Wimperntusche lasse ich jetzt einfach weg, was bedeutet, ich kann einfach mit dem Wattepad den Rest wegmachen. Dann mache ich ein bisschen Wasser ins Gesicht, dann creme ich mich ein und fertig ist das Ding. Deswegen ist alles unverändert. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hält. So, ich glaube nicht, dass überhaupt Wimpern-Extensions-Hersteller davon ausgehen, dass man so minimalistisch sein Gesicht waschen kann. Vielleicht halten sie für immer. Wurde übrigens gestern darauf angesprochen von meiner Nachbarin, die gesagt hat, hast du Wimpern-Extensions? Du siehst so anders aus. Ich so, ja. Und dann meinte sie so, das sieht voll gut aus. Wie hast du das gemacht? Kannst du das bei mir auch machen? Das ist immer gut, wenn die Leute fragen, kannst du das bei mir auch machen? Das bedeutet, dass es nicht, dass es keine Höflichkeit ist. Tschüss. Wir befinden uns an Tag 9 und es ist alles unverändert. Der einzige Unterschied ist es, dass ich heute das erste Mal geschminkt bin. Genau, und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, wie unkompliziert sich das Ganze gestaltet. Ich bin jetzt fertig und ich muss sagen, das war überraschend einfach. Das war jetzt nicht viel komplizierter als sonst. Also es hat vielleicht 2-3 Minuten länger gedauert, weil ich hier so ein bisschen dran rumpuckeln musste. Aber ansonsten war das easy going. Hello, hello, boys and girls. Wir befinden uns an Tag 13 und die ersten Wimpern fangen an, sich leicht zu lockern. Also mir ist heute Morgen die erste von alleine rausgefallen ins Waschbecken und ich merke auch, dass ein paar obendrauf wackeln. Das heißt, ich würde sagen, in meinem Fall ist Tag 13 der Tag, wo ich beginnen würde, ja, an so ein paar Wimpern zu ziehen und sie nachzukleben. Das werde ich morgen wahrscheinlich machen, da habe ich heute keine Lust zu. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich das sehr cool finde. Die etwas natürlichere Weise werde ich jetzt beibehalten. Auch wir verreisen ja im Sommer und ich werde das hier definitiv so mitnehmen, weil ich mir schon ein bisschen fresher vorkomme. Ja, genau. Und ansonsten kann ich an Erfahrung nur weitergeben. Das ist auf jeden Fall was für Leute, die im Alltag nur Wimperntusche tragen, weil man die einfach weglassen kann und das stattdessen hat. Und Leute, die sich die Zeit nehmen würden, falls sie Eyeliner zum Beispiel tragen, abends 5 Minuten länger beim Abschminken zu sitzen, weil man schon so ein bisschen rumprokeln muss. Das Video ist sehr lang geworden, aber ich wollte halt die gesamte Erfahrung mit euch teilen und nicht nur, wie man es drauf macht, sondern halt auch, wie es hält und wie lange es letztendlich hält. Ihr könnt natürlich auch bei amerikanischen YouTubern gucken. Es gibt auch Kleber, der besser hält als der Duo-Kleber. Aber ich habe sehr, sehr viel negative Erfahrungen gesehen und es einfach so bombenfest war, dass sie sich Wimpern mit ausgerissen haben. Und keine Ahnung, ich habe halt so viele Horrorszenarien gesehen, dass ich mich dafür entschieden habe, den 2 Wochen Duo-Kleber zu benutzen, anstatt mir so einen krassen zu bestellen. Ich verlinke euch alles, was ich benutzt habe, in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ciao, Kakao. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.